vor Ort begleitet werden und mitgetragen werden. Evelyn Wittmer-Schlumpf, was bedeutet Ihnen dieses Jubiläum 100 Jahre Schweizerischer Katholischer Frauenbund? Es ist wichtig, dass man solche Gelegenheiten benutzt, um sich daran zu erinnern, wie viele Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich eingesetzt haben für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinschaft, sehr viel geleistet haben, ohne dafür entschädigt zu werden, sehr viel geleistet haben, das einen enormen Wert hat für unsere Gemeinschaft. Und gerade die katholischen Frauen haben im letzten Jahrhundert enorm viel getan. Gerade unsere geistlichen Väter sehen es nicht gerne, wenn wir uns so laut und vorwitzig in den Mittelpunkt drängen. Ich möchte einfach zur Ruhe und Gelassenheit ermahnen. Ruhe und Gelassenheit? Nichts überstürzen? Sag mal, wo bist du denn stecken geblieben? Im Jemen haben die Frauen seit letztem Jahr das Stimmrecht. Im Kongo seit 1963. In Nepal seit 1951 und in Deutschland seit 1919. Aber diese Welle haben wir hier ja sowieso verpasst, seit sie Anfang des Jahrhunderts so viele Länder erfasst hatte. Der Schweizerische Katholische Frauenbund feierte am 2. Juni im KKL Luzern sein 100-jähriges Jubiläum. Unter den 1300 Frauen, die gekommen waren, befanden sich auch einige wenige Männer, wie zum Beispiel der Abt von Einsiedeln, Martin Werlen. Mit ihren musikalisch-szenischen Interventionen beleuchtete die Frauengruppe In Transition wichtige Momente in der Geschichte des Katholischen Frauenbundes im 20. Jahrhundert. Soll ich euch mal sagen, was schon 1929 sogar in Berlin ein Mann für ein Lied geschrieben hat? Vom Menschen bis zur Infusorie, überall will das Weib auf den Thron. Von der Amazone bis zur... Was wünschen Sie dem SKF für die nächsten 100 Jahre? Ich wünsche dem SKF weiterhin den Mut einzugreifen, sich einzumischen im Politischen, im Sozialen, in der Gesellschaft, überall dabei zu sein, auch aufzumucken, auch darauf hinzuweisen, wo Verbesserungen notwendig sind, einfach sich weiterhin so einzusetzen wie in den letzten 100 Jahren. Gisela Wittmer leitete eine Frauen-Talkrunde, an der auch Ständerätin Pascal Bruderer teilnahm. Gibt es auch sonst Begegnungen, die Sie haben als Politikerinnen, als Politiker immer wieder? Absolut, also mit dem Frauenbund als Organisation, aber immer wieder halt mit einzeln engagierten Frauen. Zum Beispiel die Rosmarie aus dem Kanton Zürich. Ich habe den Nachnamen, wer hilft mir? Die Rosmarie Zapfel, natürlich, ich habe nur noch den Vornamen präsent gehabt. Und andere ganz tolle, engagierte Frauen. Aber ich würde auch sagen, mir hat nicht nur immer Respekt gemacht, die Frauen, die man dann in der Politik aktiv gesehen hat, aus dem Katholischen Frauenbund raus, sondern auch ganz viele von ihnen, die sich ehrenamtlich freiwillig engagieren bei ganz tollen Projekten. Und das muss man auch immer wieder betonen, weil das ist ganz ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag. Also nicht nur Politikerinnen, sondern auch die gesellschaftlich engagierten Frauen. Darum bin ich auch gerne hier angekommen, um zusammen mit ihnen zu feiern. Wunderbar. Einer der Höhepunkte war die Verleihung von 3 Emilys. Ausgezeichnet wurde besonders originelle und nachhaltige Vereinsarbeit. Zu den Prämierten gehörten die Frauen der Pfarrei St. Peter und Paul Winterthur. Sie gewannen für ihr Kochbuch «Frauen lüften ihre Geheimnisse» eine Emily und 3000 Franken. Was wünscht sich Rosmarie Koller, die Präsidentin des SKF, zum 100. Geburtstag des Frauenbundes? Dass sich etwas mehr bewegt noch in der katholischen Kirche, dass die Frauen als gleichwertige Partnerinnen angenommen werden, das ist der Wunsch des SKF. Und was meinen Sie mit gleichwertige Partnerinnen? Das geht schlussendlich bis zum Priesteramt der Frauen. Für mich wäre das eigentlich eine Selbstverständlichkeit und ich denke, über kurz oder lang, das werden wir schon erreichen. Warum wird der SKF auch in den nächsten 100 Jahren eine wichtige Rolle spielen? Ich denke, weil es in Frauenfragen noch sehr viel zu tun gibt und weil viele Menschen auch spirituell am Suchen sind und da bietet der SKF wirklich ein passendes Gefäß.
weil der SKF präsent ist, politisch, für die Menschen, für die Frauen, aber bewusst für die Menschen, auch für die Menschen, die nicht so gut im Leben stehen wie wir heute, weil Frauenbande geknüpft werden in einer wahnsinnig vielfältigen Art und Weise und weil man in den letzten 100 Jahren gesehen hat, dass es den Frauenbund wirklich braucht.